Hallöchen, liebe Dampferfreunde. Ich habe heute mal wieder neues Liquid für euch auf meinem Kanal. Und zwar habe ich schon mal auf Instagram gepostet, dann hatte ich es in dem Wish-Video schon mal gezeigt und habe schon mal ein bisschen angeheizt damit, was das Ganze denn sein soll. Hatte auch bei Instagram gefragt, ey, guck mal hier, was könnte das sein? Ja, Vapestar Original ist, wie man sieht, Monster Energy Liquid, weil es sieht wirklich schon aus wie der originale Monster Energy vom Logo. Ich kann es ja einfach mal beides nebeneinander halten. Ist schon wirklich eine Verbindung da, steht auf dem originalen, nee, auf dem originalen Monster steht kein Original drauf. Nee, kommt in einer 80 ml Flasche, kippt man noch mit Base auf, wenn man ohne Nikotin haben will, bis oben zum Rand. Wenn man es mit Nikotin haben will, kippt man einfach zwei Shots rein, kommt man, glaube ich, ungefähr auf 3 Milligramm. Ich habe, glaube ich, 3 Milligramm hier und ja, ne, also 80 ml mit 0 Milligramm, kippt man 20 ml Base drauf, wenn man kein Nikotin haben will, ansonsten zwei Shots. An die Dampfer, die wissen das wahrscheinlich. VGPG 7030 übrigens, also macht dicke Wolken, sag ich mal, gut VG drinne. Und wonach soll das Ganze schmecken? Und zwar einfach das, was drauf abgebildet ist, Monster Energy. Es schmeckt einfach wie Monster Energy oder soll es schmecken. Können wir mal kurz hier ein paar Züge nehmen, ich will das Video eigentlich nicht zu lang gestalten. Nehmen wir einfach mal ein paar Züge. Und dann nehmen wir mal noch einen Schluck hier vom Monster. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt wirklich im Direktvergleich habe. Ja. Kurze Randinfo. Ich hatte das auf der Braunschweiger Messe My Vape, hatte ich es gesehen. Am Dark Burner Stand. Und ich dachte mir, ich habe das von Weitem gesehen. Ich musste das direkt probieren und hatte direkt einen Zug genommen und habe direkt an Monster Energy geschmeckt. Es schmeckt im Grunde nur wie ein Energy Liquid, also wirklich original, wie jetzt 0815 Energy Liquid. Aber dieser Geschmack beim Auspusten, der mitkommt, ist original der von Monster Energy. Das schmeckt original wie Monster Energy. Also diesen übertrieben süßen Geschmack, der so mitkommt, den ich bei Monster Energy eigentlich nicht so mag, kommt da so richtig so mit. Nicht ganz so kräftig, also nicht ganz so, ja, Monster ist ja nicht zu süß, hier ist er sehr süß gehalten, aber sonst wie im Monster Energy, also halt hier ist er übertrieben süß gehalten und da mehr angenehmer noch, aber ich finde es trotzdem zu süß. Also es ist wirklich schon hart gut getroffen. Ich finde es im Dampfen, finde ich, ist es wirklich das beste Energy Liquid, was ich bisher gedampft habe. Es gibt auch verschiedene, es gibt, glaube ich, noch Punch oder Punchy, das habe ich auch mitgenommen, das habe ich noch nicht probiert, oder doch, ich habe es schon probiert, aber ich weiß nicht, welcher Monster das sein soll. Und dann gibt es natürlich noch andere, die an die anderen Monstersorten erinnern sollen. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Die habe ich gar nicht probiert. Also ich habe eigentlich nur den über einen Lecktest probiert. Nee, sogar über, konnte man sogar dampfen. Und auch den Punchy, aber die anderen, die hatten sie nicht frei rauszustehen. Ich muss das einfach direkt mitnehmen. Also es schmeckt einfach original. Monster Energy ist wirklich original. Der Geschmack hat mich wirklich überzeugt, ey. Also wäre ich auch wirklich traurig sein, wenn das ganze Ding alles, weil es schön süß, schön Energy-Geschmack ist und halt diesen Nachgeschmack wie von Monster Energy hat. Wo kriegt man das online? Einfach mal direkt bei Google schauen, diverse Seiten durchschauen. Google ist dein Freund, sage ich mal. Bei Amazon habe ich es leider nicht gefunden. Ja, ist wahrscheinlich jetzt neu raus. Aber ist schon ein geiles Ding so. Also für Energy-Liebhaber gibt es ja da einige, ist das schon gar nicht so schlecht. Habe ich in der Shisha-Bereich jetzt mal kurz auf dem Shisha-Kanal rumschwenken. Ne? Wenn ihr eigentlich auf dem Shisha-Kanal, habe ich es noch nicht gesehen, dass jemand so gut Monster Energy trifft. Also gibt's, aber noch nicht so gut gesehen. Nur in der Dampfe jetzt ja auch mal gedampft. Ne? Ansonsten, Freunde, wenn es euch gefallen hat, ich glaube, das Ding kostet 20 Euro. Weiß ich jetzt gar nicht vom Preis hin. Weil ich mit Shake and Vape mich eigentlich wirklich gar nicht beschäftige, weil, ja, das ist halt, obwohl, nee, ja doch, Shake and Vape, hier ist schon ein bisschen Base drin gewesen. Also damit beschäftige ich mich eher weniger. Ich bin halt eher immer noch der lieber klassische Aromatmischer, aber auf jeden Fall sehr gut. Ne? Also geht zwar ins Geld für 20 Euro pro Flasche, aber an sich schon ein geiles Ding. Ansonsten, Freunde, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, schickt Links in der Beschreibung. Uns haben wir das Ganze getestet in der Smog L mit dem MF25 selbst gewickelt. Und ja, bis dann, macht's gut. Ich wünsche guten Dampf, liebe Dampferfreunde.